Ach, wieder so ein Ding mit Spawn-Auswahl. Exiled heißt dieser Server. Beim Headquarter. Exiled Headquarter. Achso, es gibt sowieso nur eine Auswahl. Ah! Exekutiere das mal. So, da sind wir also im Hauptdings. Und ich habe so scheußliche Klamotten an. Du lieber Himmel. Magazine Heavy. Ach du Scheiße! Ja, ein schweres Maschinengewehr gleich zum Start. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das ist eine Dekodose. Ein Quaftfeld, oder was ist das hier? Oder so Spinnenweb. Tja. Was ist das denn? Klo? Use Warp Passage. Du meine Fresse. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier als allererstes 14 GB an Mods downloaden musste, um das zu starten. Heiliger Bimbam. Garage. Aha. Oh, sorry. Till Anruf aus der Realität. Ich muss mal eben rangehen. Tja, da bin ich wieder. Hat aufgelegt. War wohl doch nicht so wichtig. Ah, ein öffentliches Klo, aber sowas von öffentlich. Trader Boats. Ein Boat Trader. Sowas gibt's? Meine Herren. Das ist ja echt mal abgeranzt. Hier gibt's ja wirklich alles. Will ich hier irgendwo hin warpen? Vor allen Dingen will ich dann erstmal was zu futtern finden. Also auf diesem Server werde ich mich wahrscheinlich nicht allzu lange rumtreiben, weil das ist mir alles ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu einfach sozusagen. Oho, Ladehemmung. Ich komme hier nicht raus. Geht doch. Ja. Wofür brauche ich ein so riesiges Maschinengewehr und denn nichts zu essen? Bevor ich hier irgendwie mich wieder vom Acker mache, möchte ich das natürlich wenigstens mir alles mal ansehen, weil das ist schon mal was anderes. Da hinten, da stehen Dinge an der Wand. Kann ich mir mal durchlesen. Medical Info, das ist gut zu wissen. Ja, das übliche. Infekt, Desinfectant. Bla bla bla. Bla bla bla. Social Distance. Tetrazyklin. Also 1000 Krankheiten, die man sich einfangen kann. Die Pumpe echt? Ja. Dann werden wir bei einem Übel schon mal als allererstes abhelfen: dem Durst. So, ja, einen gebrannt haben wir uns jetzt. Die Frage ist, wo kriegen wir uns zu beißen her? Mal schauen, wie sieht denn sowas aus hier? Ups! Junge, was ist das denn?
Rank-Menü, wie reich bin ich denn? 10.000 habe ich. Was wandert der da rum? Mann, was für ein Krach hier. Muss das so laut sein? Au, aua! Kannst du mir mal Ruhe geben hier? Ah, Ammo and Attachments. Schau an. Was habe ich denn für eine Visiereinrichtung hier? Eine vorhandene, naja. Weapons? Was braucht man denn noch Größeres als diesen Granatwerfer in der Hand? Miscellaneous. Logs, Tools, Big Tools, bla bla bla, Cooking and Hunting, bla 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 bla. Also wenn, dann was zu beißen, damit ich dieses doofe gelbe Symbol da loswerde. Clothing and Armor. Müsste hier Medizinisches jetzt kommen. Food. Packaged Food. Boah. Ich würde sagen, eine so ein Dingens hier nehmen wir. Bin ich damit auf der. You don't have enough money. Ich muss ja was abheben. Muss ich allein schon für die Vorbereitung hier was abheben, um mich auf dem Wege zum was weiß ich zu verhungern. Also, dann heben wir hier mal einfach ab. 100 P. Withdraw 100, so. Mehr Kram will ich ja gar nicht. Hier gar nicht 1000 schöne, tolle Sachen haben. Guten Tag. Ich hätte gern eine Büchse Hundefutter. Ja. Und jetzt bräuchte ich, glaube ich, noch ein Messer, um die Dose aufzukriegen. Oder wie war das noch? War das denn eine Railgun oder was? Das war Clothing and Armor. Das war Verschiedenes. Ich glaube, Hunting Supply wäre ein Messer, ne? Weapons, naja. Ja. Ammo and Attachments. Wann kann das Leben kompliziert sein, um eine Büchse aufzumachen? Cool Small. Ja. Was kosten die überhaupt hier? Ich weiß nicht, ob ich genug Geld für ein Messer habe. Habe ich Geld für ein Messer? Ja, 3. Ich glaube, 3 Kopeken kostet so ein Messer. Dann mache ich das Ding doch mal auf. Lass es mir so richtig gut gehen. Ich glaube, ich habe sogar eine passende Weste an, wa? Wo ist denn jetzt die Büchse hin? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich habe hier gerade einen netten kleinen Bug gefunden. Messer ist noch da, die Büchse ist weg. Oder täusche ich mich? Ach, da unten ist sie. Nein. Scheiß drauf. Ich esse jetzt hier eine. Was immer das sein mag. Ich. Es ist einfach auf und ach, da steht's ja auch drüber, was drin ist. Ah, ich Schlaumeier, ich. Oh, und schon überfressen. Dann laufen wir jetzt mal irgendwo hin, wo Action ist, würde ich mal vorschlagen. Wir wollen ja was erleben. Ich gebe zu, das ist der etwas andere Server hier. Hallo? Zombies? Irgendwer? Care Package. Bla bla on its way to bla bla bla. Is on its way to Antwort. Ah ja, Antwort. Was für ein schöner Name für eine Location.
Alter. Menge weit und breit hier. Ich komme mir vor, als wäre ich der einzige Zombie hier weit und breit. Tja, also momentan bin ich irgendwie unterwältigt. Können wir den anderen Teleporter verwenden und schauen, ob der irgendwo hinführt. Hau rock. Es wundert mich auch überhaupt nicht, dass man hier endlos rennen kann. Da ist hier nämlich der Wald. So, hier sind wir hergekommen, richtig? Genau. Und dann ist hier noch ein zweiter. Mal schauen, ob der woanders hinführt. Ja, irgendwie schon. Siehst du dort Litter? Was mag das jetzt wieder sein? Eine Werkstatt? Irgendeine Form von Händler muss es ja sein. Gut. Ich glaube, ich sollte mal die Map angucken. Altschwanstein. Ja. Gab es hier nicht um einen Knopf? Move to mir selbst? Wohl nicht. Laufen wir da einfach mal los und gucken, ob wir irgendwas finden, was kein Händler ist. Mal gucken, was kosten denn hier Autos? Fangen wir Subaru mal an. 165.000. Ja. Das ist schon eine Ansage. Gibt es denn hier überhaupt irgendetwas, auf das man womöglich schießen wollen würde? Können, täten würde, hätten sein, werden würden. Ja, das beeindruckendste Haus weit und breit. Albino Seed Pack. Okay, hier geht es wieder um Drogen. Oder ist das wieder das Einzige, was die Leute haben liegen lassen? Legendary Diamond Screwdriver. Skate Sneakers. Ja, das sieht alles hier so nach Skatern aus. Das ist hier zu Ende, oder wie? Mi? Da ist Mi. Aha. The Yellow Brick Road. Na, dann wollen wir doch mal. Sieht irgendwie so ein bisschen nach DayZ aus hier. Nicht nur Händler, sondern auch irgendwie so Gebäude. Tyson-Ham. Oder ist das Tyson-Ham?
kommt mir sehr deutsch vor. Eine Büchse Fanta. Und, was haben wir da? Braunen Reis. Wenn man irgendwo Brown Sugar bestellt, kann man Ärger kriegen. Das wird schnell missverstanden. Ja, verhungern und verdursten werden wir hier eher nicht. Poncho? Warte mal, Poncho wird da nicht anstelle einer Weste getragen? Oder wie war das noch? Oder ist das ein Hut? Ich glaube, das ist anstelle. Also anstelle von diesem Hut ist alles besser. Da ist ein Monstrum. Das sieht nach Ärger aus. Chicken and Waffle, Meals ready to eat. Ja, also für die fürs leibliche Wohl wird hier sorgt. Ach, Slush, ja, das ist so ein Turnschuhbeutel, genau. So, was machen wir jetzt? So draufklettern. Gibt's hier ein Auto zum drauf rumturnen? Ich sehe zwei Monster. Ich sehe schon drei. Ich laufe einfach weg. Ich laufe ein bisschen aus, fürchte ich. Mal gucken, ob man sich hier auf ein Auto springen kann, um sich zu retten. Habe ich denn überhaupt Verbandszeug dabei? Sieht nicht so aus, ne? Werde ich es leider verrecken. Naja, schön. Ja, okay, ich glaube, das lassen wir mal gut sein. Das ist schon alles etwas anders. Jetzt bin ich im Nimmerland. Was war das denn jetzt? Bin ich durch die Welt gefallen? Dann warte ich doch noch mal so lange, bis ich wieder zu mir komme, falls ich wieder zu mir komme. Vielleicht bin ich in einer anderen Welt. Ins Paradies, unzweifelhaft. Ah, irgendwas passiert. Irgendwas sehr Seltsames passiert. Ja, ob ich nochmal richtig zu Bewusstsein komme? Ah, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich laufe doch aus. Gut, dann war's das auch schon. Das war nett. Mal reingucken war nett.